Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus meinem Büro. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ich dabei bin. War ja unterwegs, heute endlich wieder da. Kurz die Mittagspause nutzen. Eine kurze Folge aufnehmen. Heute Abend gibt es ja Supermarket Simulator montags und freitags. Heute ausnahmsweise mal dienstags. Entwurf Bohrmaschine. Ja, ich bin hin und her gerissen. Ob ich jetzt hier, weil es geht, glaube ich, beides. Wir könnten den großen Getränkeküchen, Entwurfgröße, oder wir könnten hier Bohrmaschinen nehmen. Ich glaube, ich nehme Bohrmaschine und den Kühlschrank. Mal gucken. Dann haben wir etwas Geld investiert. 19 Euro haben wir noch, aber wir müssen ja nichts einkaufen. Ne? Wir produzieren da selber. Und dann könnten wir mal hier unten gucken, wie das aussieht mit der Bohrmaschine. Also da bin ich richtig begeistert, dass das funktioniert. Ich weiß jetzt noch nicht gerade, was hier läuft. Wasser könnte man wieder starten. Wasser wählen. Start. Der ist aus. Was läuft denn da? Wahrscheinlich oben die Mine. Ne? Alles genau. Ich habe Gold da an, aber das machen wir mal aus. Denn ihr habt den Tipp gegeben, dass der Bohrer wesentlich mehr Gold wohl fördert. Rein müssen wir schon. Und dann mache ich mal einfach Stopp hier. Und dann halt nur Gold. Ne? So, jetzt haben wir hier zwei Gold drin. Und dann gucken wir jetzt da weiter. Wie gesagt, in erster Linie müssen wir aufbauen. Ich möchte auch gerne in Großformat hier ausbauen. Ne, also, dass wir uns mit Zement kümmern. Wir müssen halt, oder ich muss mich mal sortieren, dass ich wirklich eins nach der anderen mache. Auch Beete brauchen wir mehr und so weiter. Und ich hoffe, dass wir einfach irgendwann wieder Bambusdinger kriegen. Ne? Ansonsten weiß ich nicht. Das ist, baut vieles auf Bambus auf. Kann hier mal den laufen lassen. Ansonsten würde ich jetzt gerne mal hier so ein bisschen, lass uns das von oben holen, dann haben wir Eisenerz hier unten. Ein bisschen Eisenerz, alles mal durchjagen, dass wir Eisen haben. Guck mal. Da könnten wir auch machen. Komm. Hier. Das ist Eisen, Kupfer. Dann haben wir nämlich das oben drauf, dann soll der durchbrennen. Der verbraucht ja nicht allzu viel Strom, glaube ich, dieses Ding. Und von daher haben wir das mal oben drauf. Geht los, naja, geht los. Ihr seht, es ist nicht allzu viel Kupfer, haben wir aber mehr. Wir hätten Eisen, müssen wir gleich auch mal holen. Wir hatten noch ein zweites hier, ne? Das ist hier drin. Hier drin, okay, da können wir das. Machen wir das wieder da rein oder machen wir hier? Gib mir dein Gold nehmen. So, zack. Ja, gibt Leute, die das wohl daneben schmeißen, aber ich habe den Tipp auch ja von jemandem erfahren. Von daher muss ich jetzt nicht klug tun. Man lernt ja das Spiel, man lernt und viele Wege führen nach Rom bekanntlich. Ne? Und daher holen wir jetzt noch mal Eisen. Genau, oben ist ja dann leer, dann können wir das rausnehmen. So Eisen hatte ich hier vorne hingehauen. Und Kohle können wir dann in die Dings hauen, ne? In die für die Kunststoffherstellung. So, das klappt schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ich kann mal ganz kurz gucken, ob der eine da hinten schmutzig ist. Den einen haben wir ja. Nein, der ist nicht schmutzig. Da haben wir noch keine Waschstraße drauf. So, und dann müssen wir mal gucken, was wir für den Kühlschrank brauchen, für den großen. Würde ich ja gerne mal hier hinstellen. Was stellen wir hier hin? Wir gehen mal kurz vor in die Getränkeabteilung. Dass wir da wissen, was wir da hinstellen müssen. Guten Tag. Shop. Und dann hier der. Ah, ne, der mittlere war das ja, ne? Ich muss auch noch mal gucken. Ich habe einfach mittlere Kühlschrank dafür. Okay. Jetzt haben wir zwei mittlere Kühlschränke. Die anderen können wir ja lassen. Haben ja auch Geld gekostet. Ne? So, jetzt gucken wir mal mittlere Kühlschränke. Mal kurz orientieren. Wo habe ich denn alles da drüben steht? Ist meine. Mittlerweile, weil so viele Displays hier halt so anders stehen. Aber das ist auch das Schöne. Ne? So, mittlerer Kühlschrank wird hier sein. Ja. Der braucht Stromkabel.
zwei Elektrokarten, zwei Motoren und zwei Stromkarren. Ich lasse mal gar nicht so viel an. Nach Elektromotoren brauchen wir Gold, okay. Gucken wir mal eben nach der Bohrmaschine. Was braucht die denn? Den Entwurf für die Bohrmaschine. Die muss ja hier sein. Das ist die Bohrmaschine, ne? Bohrer Kohleblock. Bohrer Goldblock. Brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, zwei Motoren, zwei elektronische Karten, okay. 8 Goldbarren. Okay, dann machen wir den mal wieder an. Wir brauchen 8 Goldbarren auf jeden Fall. Vielleicht mehr, oder? Dafür 8 und oh, dafür auch 12. Boah. Gucken, können wir das parallel anmachen? Ich hoffe. Ist am Limit. Aber dann noch an jetzt. Das geht, aber das läuft auch, oder? Also, oder? So, sorry, das war gerade 7 Days to Die. Habe ich gehört, dass die aus der Early Access rauskommt nach 70 Jahren. Dann habe ich jetzt wieder installiert. Mal wieder reingucken, weil ich immer noch Night of the Dead schöner finde. Und in der Theorie, aber 7 Days hat auch was. Aber lange gespielt, ne? So, gucken wir mal hier. Wenn wir hier Obst holen, ja. Also ich finde immer noch die Variante hier mit Abholen einfacher als immer die Kiste nehmen. Mal Gurken, muss einmal Wasser holen. Was haben wir hier? Und nach Apfel aus, okay. Ja, dann lassen wir mal eben aus. Guck mal, ist gleich durch, ne? Drei Gold liegen da. Aber drei Gold kommen wir nicht weit. Strom aus, ne? Ja. Drei Gold kommen wir nicht bei. Mal gucken, ob wir das sauber machen müssen. Das letzte Ding, ja, sieht so aus, ne? Schmelze könnte sein, dass sich automatisch angegangen ist, oder? Ja, dann habe ich wieder im roten Bereich. Ich würde auch eher. Wir machen jetzt ja mal Eisen durch. Sollst du noch gucken. Wollte ich machen. Ich wollte noch hier. Was reinpacken hier drüben? Reichlich. Jetzt wissen wir, dass wir mehr reinpacken können hier. Da kann der ein bisschen durchpressen, ne? Hier Eisen, okay. Komm hier rein. Hier fehlt ein Schleifplatz, okay. Kupfer noch 3 Stück. Da liegt auch einiges an Kupfer. Das ist schon mal gut. Wir brauchen halt Gold, ne? Muss man hier beobachten, dass wir hier in Gold kommen. 5 Gold, das ist gut. Gold, wir haben jetzt 3, ja.
Erst die immer hier weg. Kommt die 4 raus und dann haben wir da nämlich oben das Gold rein. Na komm. Ich finde es halt toll irgendwie, ne? Das macht Spaß. Wasser läuft auch nicht mehr. Dann bringen wir den mal hoch. Können die zumindest Wasser kaufen. Anderes reingetan. Oh nein, das ist hier unten. Gutes reingetan. Ja, dann packen wir es erstmal hier vor, Kühlschränke zu. Warum habe ich denn da Rotes reingetan? Weil ich hätte die Flaschen hier rausnehmen können, irgendwo da ein. Ja, und irgendwo war da noch eine Flasche Wasser hier. Also das Grün sogar. Das weg, das zu und dann cool. Ah, ist aber auch so, dass da vorne Zementsäcke sind. Ja, okay. Aber den kriegen wir jetzt nicht noch strommäßig ein. Das ist undenkbar. So. Mal den Eisen oben drauf. Hier den Kupfer raus. Das ist halt super schnell, ne? Das ist richtig cool. Da können wir da ein bisschen Zeit sparen und andere Sachen machen. Gold. Also Gold nehmen. Rausholen. Machen wir schon mal 8. Wir brauchen viel, viel mehr. Was habe ich gesagt? 20 oder so, ne? 8 plus. Ne, oder 12 und 20, genau. Und dann 2 für die Elektrokarten, ne? Also 22 bräuchten wir. Wir haben 0. Einfach eine ganz einfache Rechnung. Wir brauchen 22. Okay, wenn wir ein Gold schon wieder nehmen. Wir könnten auch draußen mal ein bisschen kloppen wieder, ne? Zumindest damit wir da an das Gold kommen irgendwie, ne? Wasser lasse ich mal aus. Läuft jetzt das alles okay? Haben wir noch einen frei? Nee. Doch, wir können den mitnehmen, da zumindest das Gold runterkriegen. Ja, nicht so einfach, ne? Gar nicht so einfach, aber wir kommen gut voran. Aber 22, damit wir Gold produzieren können, auch nicht schlecht. Oder Gold überhaupt erstmal kriegen. Dass es dann untergeht und ich suche. Jetzt 12. 22, also einmal voll machen so. Vielleicht hat das Ding dann bis dahin 2 Stück, also 8 Stück noch, wäre schön. 1,
Weiß gar nicht, ob es auf Dauer ja auch bestimmt, glaube ich, nur PV-Anlagen irgendwie brauchen, ne? Naja, oder immer wie Gold, dieses Dings brauchen wir auch öfter, die Chips. Naja, denke ich schon, dass wir das brauchen. Habe ich denn hier überhaupt Steine? Ich glaube, die denn die ganze Zeit. Ansteigen. Wollen wir nicht da machen? Nicht, dass wir hier groß Gold kriegen. Ich habe bis jetzt. Ah, doch, da gucken. Oder zwei, drei, glaube ich. Gelohnt. Nein. Wir haben keine hier in der Ecke, ne? Wir haben noch ein bisschen Platz. Ein Gold noch kommen. Ein Gold dabei. Ja, da. Da ist es so. Hat sich mal gelohnt jetzt, oder? Und zwei kriegen wir hoffentlich noch hier aus denen. Sieben sogar, ich würde dich mal ausschalten. Lassen, dann schalten wir den mal aus. Ja, gucken wir jetzt durch Ruhe, oder was? Ja, stoppen. So. Machen wir das. Haben wir jetzt nämlich das Gold einmal durchgeschmolzen gleich. Das läuft noch durch, sehr schön. Ich jetzt hier Eisen reinmachen. Silber brauchen wir auch dafür, oder nicht?
hier aus. Silber haben wir ein bisschen, das ist gut. Dann läuft das durch. Den ersten, zweiten, vierten, sehr gut. Das gefällt mir. Uns mal Plastik eigentlich. Also viel Plastik brauchen wir dafür, glaube ich, gar nicht. Ich brauche ja nur zwei Dinger machen. Ne? Eins, zwei Chips noch. Aluminium haben wir wenig, aber das brauchen wir, glaube ich, auch jetzt nicht für die Bohrer. Stromkabel und zweimal Stromkabel, zweimal Motor herstellen. Herstellen. Einmal Motor herstellen. Ist Eisen und Kupfer. Und Kupfer. So, dann haben wir hier mal kurz gucken, wo ist das denn? Das Gold. Goldwachen. Oder elektronische Karte, genau, die brauchen wir jetzt als nächstes dann. Zwei Stück. Dafür brauchen wir das Gold auf jeden Fall. Hier noch mal das andere Gold holen, damit das auch mit durchläuft. Ist sogar achtmal drin. Dann kann man nicht umpacken. Ich habe jetzt einfach um 8 nachgefüllt. Aber wir können Licht anmachen, aber wir können auch hier Gold raus. Nehmen wir den einmal runter und dann packen wir den nach. Noch einer. Können wir einfach nachlaufen, ne? Hören wir uns hier ums Gold schon mal. So, dann haben wir hier nämlich 4 Stück. So. Noch einmal. Einmal. Herstellen. So, dann brauchen wir nicht einmal Gold, einmal Silber, einmal Kupfer. Nochmal. Erstellen. Dann war das hier. So, Gold und Kupfer. So, dann haben wir das auch. Da müssen wir nämlich gucken, dass wir jetzt dieses Ohrding. Da muss dann 8-mal Gold rein. Also das können wir schon mal bauen. Herstellen. Zweimal davon. Dann zweimal Strom. Kabel. Dann zweimal Chips. Dann einfach noch die Gold. Eins. Zwei. Nee, nicht ganz. So, hier. Oh, nochmal zwei, komm. Warum müsste doch gleich kommen, oder? Ist gleich ganz ganz kleiner Tischtennisball noch. Chrom, da kommt was, oder?
habe die schon mal. Gibt es ja auch sowas wie einen Bohrer oder so? Den Sitzer? Nein. Und die? Was ist das jetzt hier? Die auch nicht. Mehr Werkbank. Nein. Nee. Ob ich die einfach so hinsetze? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen müssen. Halt. Kurz zum Spiel und B. Den hier einsetzen, ne? Jetzt müssen wir auf jeden Fall 12 Gold haben, ne? Ein bisschen mehr Bohrer, Bohrer Goldblock, Goldbohrer. Ich weiß nicht, ob ich beides brauche, aber Eisenblock, Kohleblock. Wo ist ja nichts, ne? Bin ich nicht gelandet, ne? Weiß auch nicht, ob ich den vielleicht draußen hinbringen muss. Weiß ich auch nicht, aber geschrieben. Ich kann dann unten wohnen. Was auch immer er meint, aber. Ja, letztendlich das hier, ne? Muss er testen, wenn wir es haben, ne? Ist ja dann nicht weg. Dann würde ich aber sagen, wir machen mal Wasser weiter. Und ist aus, aber mir fast klar. Selbst auf Nachfragen habe ich es halt nicht richtig verstanden. Entweder ist verpeilt oder wird halt einfach nur gesagt, jo, bau mal. Vielleicht ist es auch einfacher, als ich mir gerade vorstelle. Kann natürlich sein. Grundsätzlich soll der wohl weniger Strom verbrauchen. So, und jetzt brauchen wir noch das halt. Ja, schon 12 Gold machen. So, hier haben wir keine mehr. Ja, ich bin gespannt. Also wir können ja nur lernen durch tun, durchmachen. Auch wenn es jetzt schon 29 Minuten sind, ich glaube, das wollen wir sehen, oder? So, hier sagen, komm. Wir machen. Wir bohren heute Gold nach Gold. So, jetzt müssen ja die zwei als nächstes kommen. So viel Gold schon wieder verbraucht, ne? Aber wir brauchen sie ja. So. Dieses andere Zeug kriegen wir ja raus, ne? Das ist ja nicht das Problem. Mal Kohle hier nachlegen, weil wir Kunststoff haben.
das schon. Zack, dann nehmen wir den schon mal weg. Sollen ja schön durchbrennen. Durchschmelzen, so zack. So. Bin ich mal echt gespannt, aber es braucht halt die Goldhammer. Da hätte ich jetzt einiges an Platin herstellen können, aber wenn wir dann im Nachhinein mehr Gold kriegen, glaube ich, ist das eine gute Sache, wenn ich es halt verstehe. Ich meine, die Bohrer hatten wir doch schon vorher, oder nicht? Okay, jetzt müssen wir doch irgendwie. Irgendwo müssen Bohrer sein. Was haben wir hier? Dekoration. Tableau, Tableau. Wo ist das? Sagen wir zwei Tableau. Ich will jetzt sehen, was das ist hier. Sagen wir zwei. Jetzt mal hier dran, ich weiß nicht, was ist. Machen wir hier dran. Nee. Hier dran. Dann brauchen wir zwei Holz. Ja, haben wir zwei Holz? Ja, haben wir. Irgendwie was Neues. Neues müssen wir angucken. Okay. Irgendwann ein Bild kann man da drauf machen. Wahrscheinlich ein Deko-Bild oder so zurück verschieben. P. Nee. B. So. Wir müssen irgendwo hier die Bohrer haben. Wir haben ja was freigeschaltet. So, hier ist es nicht. So. Oder Strom. Hier Werkbank. Da. Macht ja Sinn. Dann packen wir das mal hier drunter. Das neue Tableau. Dann können wir sagen, jo, guck mal rein, weil wir hatten, habe ich schon gewundert, wir hatten das ja vorher schon. So, und dann machen wir hier. Jetzt ist die Frage, schmeißt er das einfach hier raus oder packt er das hier hin? Mal gucken. Machen wir einfach ein Loch im Boden, ne? Ich find's gut. Also von daher, wir gucken mal, ob wir hier irgendwas. URL. Ich weiß es nicht, was ich hier reinmachen kann. Guck jetzt mal ganz kurz, ob ich hier so, naja, Bilder. Mal so. So, dann sagen wir hier, zack, Bild, Graf, Trasse kopieren. Oh, klappt. Dann haben wir hier so ein schönes Bild an der Wand. Und ich denke, so können wir auch ganz schön die Dekoration dann machen im Geschäft, ne? So. Also, was ich mich jetzt noch frage, wo kommt jetzt Gold her? Ob das jetzt hier mit reinkommt, was ich nicht glaube, oder ob es einfach daneben geschmissen wird. Hier noch mal gucken. Kann auch sein, dass wir hier nee, draufstellen geht nicht. Okay. Schade. Dann müssen wir noch irgendwie herausfinden, falls ihr es so wisst. Sagt es mir gerne. Den Bohrer haben wir auf jeden Fall schon mal gebaut. Nächstes würde ich die Kühlschränke bauen. Das bedeutet, wir müssen hier auch schön Wasser in Betrieb nehmen. Ich würde auch gerne noch ein zweites Wasserding bauen. Bedeutet, wir müssen auch noch den, ja, der kostet glaube ich nicht so viel, ne? Ein zweiter Wasserspender links. Was hat der gekostet? Müssen wir mal gucken hier. Wasser. Was ist der? Nee. Hier irgendwo. Rese, ne. Motor, ne. Ne, da muss es ja sein, ne?
Ja, Block, das kostet eigentlich nicht so viel, ne? Kriegen wir hin. Und dann, ja, ich bin am überlegen, Mittwoch statt King of Retail hier zu zocken, könnt ihr mal gerne euer Feedback geben. Weil es natürlich blöd ist, in dem Spiel zu fragen. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch eine andere Meinung, dass wir am Mittwoch hier weiter reingucken. Ansonsten gibt es halt eine Folge, ne? Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Wir sehen uns nachher bei King Supermarkt Simulator, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.